der Time Warp 2002 in Mannheim auf dem Maimarktgelände. Es gibt ja nicht nur DJs hier auf der Time Warp 2002 oder Gäste, sondern es gibt Leute, die müssen richtig hart arbeiten, so wie unsere Freunde von der Polizei. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also Sie haben ja einen ziemlich harten Job hier, würde ich mal sagen, oder? Naja, also bis jetzt noch relativ ruhig, also für mich sowieso, weil wir noch keine Gefangenen gemacht haben, selber. Gab es schon irgendwelche Vorfälle? Also ich muss mal auf die Uhr gucken. Aktuell ist es jetzt gleich 1 Uhr. Ja, Vorfälle gab es, aber für mich noch nicht. Ging das dann mehr so jetzt in den Drogenbereich oder also erwarte ich jetzt einfach mal? Oder? Fast alles. Fast alles. Also so gewalttätige Sachen gab es jetzt noch nicht irgendwie. Sehr friedlich hier, also gewalttätig nicht, aber viele Drogendelikte, genau. Also ich habe ja schon im Vorfeld gesehen, also ich bin selber auf dem Weg hierher. Zum Gelände bin ich 2-mal angehalten worden und kontrolliert worden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie ganz schlimm aussehe, aber es ist ziemlich verstärkt worden dieses Jahr, oder? Die Erfahrung hat uns gelehrt. Letztes Jahr war schon heftig. Das war also mit einem größeren Polizeiaufkommen hier tätig werden müssen. Ihre Erfahrung so, ist das jetzt nur bei den Techno-Leuten so oder ist das jetzt musikmäßig jetzt unabhängig? Nee, das Techno ist ganz extrem. Es ist halt Ecstasy und die Designer-Drogen mehr wie bei jedem anderen Konzert eigentlich. Haben Sie so den Eindruck, dass das mehr aus dem Ausland kommt oder ist es schon hier direkt aus Deutschland alles? Kann ich so gar nicht sagen aus dem Ausland. Ich kenne halt nur die deutschen Verhältnisse. Aus dem Ausland kann ich keinen Vergleich ziehen. Ich meinte jetzt so zum Beispiel, ob viele zum Beispiel Holländer, man kennt ja viele also Holländer da sind und Sachen sozusagen verkaufen wollen. Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich weiß von den Kennzeichen her, dass viele Holländer da sind. Aber ob jetzt unter denen, die wir festgenommen haben, unter den Delikten Holländer dabei waren, weiß ich nicht. Wie lange ist Ihr Einsatz heute? Wie viele Stunden müssen Sie hier arbeiten? Ja, wir werden bis 5 Uhr voraussichtlich, aber es kann ja noch was dazwischen kommen, kann es auch länger werden. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß hier dabei und ja, man hört oder sieht sich wieder. Okay, ebenfalls.
Hus, 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 Hus.